Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Hearts of Iron 4. Wir sind immer noch das Nordische Reich, das lustigerweise Border Goals hier mit Deutschen hier hat, die das trotzdem irgendwie geschafft haben, hier jetzt hier sich eine ganze Menge von Russland zu sichern. Aber ich habe mir dann trotzdem, zumindest was die Bevölkerung und die Wirtschaft angeht, hier gut die Hälfte snacken können. Und jetzt geht es drauf und dran, ein bisschen was über die Briten in Erfahrung zu bringen. Währenddessen wir immer noch versuchen, hier den Widerstand zu senken. Ich habe keine Ahnung, warum der hier schon wieder am Steigen ist. Obwohl ich ja echt schon eine Menge mache. Also es ist beinahe so, als ob das resettet worden wäre. Oder aber die Polen haben da irgendwelche Foki laufen, von denen ich momentan nicht viel weiß. So, das ist auf jeden Fall neu, das Gebiet. Wie sieht's aus? Wenige Tage noch. Dann muss ich nämlich jetzt hier demnächst meine Flottille zum Einsatz bringen. Inzwischen habe ich 133 U-Boote. Ich halbiere sie mal. Zack. Damit ich hier mal eine ordentliche Truppe habe. Die lege ich hier mal zusammen. Das wird auf jeden Fall eine harte Kiste werden. So, bist du... In 5 Tagen ist es soweit. Erst dann schicke ich meine Flotte raus, weil es macht vorher keinen Sinn. Wobei wir die Seehoheit wahrscheinlich haben, dank deutscher Unterstützung, weil die Deutschen machen schon die ganze Zeit hier irgendwelche Anlandungen. Aber es ist nur eine Vermutung. Ich habe auch leider überhaupt gar keine Möglichkeit, das zu kontrollieren. 2 Tage noch. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Und... Oh, sie legen schon los? Wir haben anscheinend die Seehoheit. Auch ohne mein Zutun. Es beginnt. Es beginnt. Mit 64% und hier 67%. Es sieht so aus, als ob wir hier anlanden. Tja, fürchtet die Wikinger. Die New Age Vikings. Wir sind drin. Ich fasse es nicht. Wir sind drin. Und vorbei. Es hat funktioniert und wie gut es funktioniert hat. Bin ja geradezu baff. Okay, was haben wir denn hier gerade eben noch erobert? Nochmal eine Zivilfabrik. Ja. Oh, 63.000 Bevölkerung. GG, sage ich dazu nur. Dann machen wir es jetzt folgendermaßen, Leute. Ich plane eine Anlandung hier bei Newcastle. Das soll der Plan sein. Bis dahin müsst ihr das hier nochmal kurz mal trainiert haben. Was wird denn das jetzt für eine Scheiße? Nein, ihr sollt nicht von hier. Ich habe nichts geklickt, ey, ohne Witz. Das Spiel hat jetzt irgendwie gedacht, ich hätte hier irgendwas geklickt. Aber nein, das habe ich nicht. Okay. Ihr trainiert das jetzt hier gerade eben. Und dann möchte ich gerne noch mehr Fliegerchen. Weil jetzt haben sie natürlich jetzt hier eine wichtige Position verloren. Das hier gehört übrigens auch Dänemark. Wobei, warte mal, das könnte man sich eigentlich auch noch vorher holen. Wir holen uns erstmal Stück für Stück, was unser ist. Von da nach da. Das soll es der Plan sein. Der Tod von Zar Boris III. Von Bulgarien. Okay. Ich wusste nicht, dass die noch sowas wie einen Zar haben. Hier setzen wir jetzt nochmal unsere Luftnahunterstützung ein.
Was mache ich jetzt mit meiner ollen Flotte? Ja, jetzt kontrolliere ich tatsächlich hier diese Meere. Finde ich in Ordnung. Finde ich schwer in Ordnung. Wie lange wird er brauchen? Auch wieder 38 Tage. Dann holen wir uns jetzt diese Insel. Und danach die britische. Vorausgesetzt, es klappt. Oh, und hier haben wir jetzt wieder ein Versorgungsproblem, wie ich gerade sehe. Warum haben wir jetzt da wieder ein Versorgungsproblem? Weil hier nicht genug ankommt, wie wir sehen. Das will ich jetzt hier natürlich unterbinden. Das sind Dinge, die müssen klappen. So, auf Stufe 2 bitte hochpumpen. Andernfalls ist das nämlich auf Dauer echt nicht gut. Diese Dinge hier brauche ich eigentlich alle gar nicht mehr. Sind wir mal ehrlich. Brauche ich nicht mehr. Smolensk. Nee, brauche ich auch nicht. Moskau brauche ich nicht mehr. Wir haben es ja ohne geschafft. Ufa brauche ich nicht mehr. Wilno. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Riga, ja, hätte ich gerne. Ja, der kann jetzt das hier. Die können sie noch zu Ende bauen, was soll's. Wobei, Salekard brauchen wir nicht mehr. Hier ist halt ganz komisch, dass hier die Versorgung so schwierig sein soll. Verstehe ich nicht. Wir können natürlich auch noch hier eine Eisenbahnlinie jetzt noch dahin machen, ne? Direkt auf Stufe 2 hoch. So, Spezialeinheiten werden weiter verbessert. Und natürlich wurde jetzt mal wieder einer meiner Agenten gefangen genommen, weil ansonsten wäre das ja nicht normal. Befreien wir. Brauche mehr Informationen zu ihnen. In wenigen Tagen fängt der Angriff hier schon wieder an. Leicht immer noch unterversorgt, wie man sieht. Versorgungsstatus nur noch. Aber jetzt ist er bei 53%. Also er wird besser. Durch die Ausbauten. Aber er schwankt. Es schwankt ganz komisch. Jetzt seht zu, dass ihr die Eisenbahnlinie baut. Wir könnten natürlich auch die Infrastruktur insgesamt verbessern. Wobei sie halt echt auf 5 ist. Hier ist ja auch eigentlich ziemlich gut. Von daher verstehe ich das nicht so hundertprozentig, was der Spieler gerade eben veranstaltet, aber egal. So, nächster Fokuspunkt. Entschuldigung, Bonuspunkt. Damit haben wir jetzt Schock und Furcht abgeschlossen, also beziehungsweise unsere Doktrin. Alle Frontbataillone mehr weicher Angriff. Gesamte Infanterie und motorisierte Mechanisierte noch mehr weicher Angriff, harter Angriff, Unterstützungsfrontartillerie. Passt. Ausgezeichnet. Oh, wir sind schon drin. Wir sind schon drin, das war ja einfach. Das war gut. Dann kommt nun der ursprünglich geplante Angriff jetzt hier, wie gesagt, auf Newcastle. Macht euch mal bereit. Wenn wir das schaffen sollten, wäre es der Oberhammer. Das wäre der Oberhammer. Wir kontrollieren hier auf jeden Fall, wie wir sehen, hier sogar schon die Lufthoheit.
Nur im Ärmelkanal nicht. Was ist? Hier sind Schiffe aktiv, wie man sieht. Ganz schön sogar. Mhm. Ey, guckt euch das mal an, was wir versenken von den Briten und den Schweden. Ey, die Schweden haben eine richtige Flotte. Krass. Warum ist denn das alles her? Die sind aber immer noch aktiv hier. Haben wir noch mehr versenkt von ihnen. Also hier findet gerade eine Materialschlacht einfach mal so in der Nordsee statt. Entschuldigung, es ist die Ostsee natürlich. Wobei, es ist schon fast die Baltische See, oder? Nee, das ist alles die Ostsee. Das ist alles die Ostsee. Gibt es überhaupt eine Baltische See? Barentssee ist das hier. Ich dachte immer, es gibt auch eine Baltische See, aber vielleicht habe ich mich geirrt. Ich bin, was das angeht, nicht so bewandert. In nordeuropäischer Geografie. Flugabwehr noch weiter verbessert. Ja, kurz, Fummel ist die beste Flugabwehr. Die sollten sich jetzt echt mal auf den Weg machen. Ich habe keine Ahnung, warum die da hinten rumgammeln. What the f... Ja, das war jetzt natürlich... Ich habe es mit der falschen Armee angefangen. Das habe ich jetzt erst gemerkt. Ich habe es mit der angefangen... Ihr sollt das doch machen. Okay, dann kann es ja nicht klappen. Verklickt und zugenäht. Macht euch auf den Weg, Freunde. Ich habe zwar keine Ahnung, warum sie jetzt unbedingt hier den Meeresweg wählen wollen, aber es sei mir recht. Und wieder haben wir hier Schiffe versenkt. Also früher oder später werden sie mit Probleme haben. Ne? Unsere Flugzeuge werden das... Die werden schneller nachproduziert als ihre Schiffe. Mhm. Hier sind auch gar keine feindlichen Schiffe. Nur hier sind sie. Wieder ein britisches Schiff versenkt. Die sind halt total hier aktiv. Ich weiß gar nicht, wie die hier überhaupt reinkommen. Das hier war angeblich eine Niederlage. Da wurden wir abgeschossen. Kann ich hier noch mehr... Ja, so... Halt Pause. Wie viele haben wir hier? 80 davon. Ja, komm, ich nehme hier mal 50. Die hier noch mit unterstützen sollen. Jütland. Und wir haben die verteilte Industrie abgeschlossen. Gummi wäre halt cool, ne? Aber wird schwierig werden zu bekommen. Oh, wir sind wieder fertig mit allem hier. Ich würde mal sagen, komm, wir bauen jetzt hier einfach mal hardcore die Infrastructure aus. Mal in unseren Ländern mal alle Eisenbahnlinien auf Stufe 3. Hier hätte ich gerne noch seit Ewigkeiten ein Versorgungsdepot. Jetzt wird hier hardcore industrialisiert. Erleben wir vielleicht auch, ob das hier irgendwie nochmal einen richtig nachhaltigen Push macht. So, auf 3 hier. Nein, das wollte ich nicht. Man sollte auch die richtigen Sachen ausgewählt haben dafür, ne?
Wir lassen laufen. Zip, 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 zip. Hier haben wir sogar 4. Was Fantastisches. Und hier gibt es überhaupt gar keine Verbindung. Das stört mich. Okay, und das hier bringen wir auch direkt auf 3. Bin gespannt. Sehr sogar. Wie lange wirst du brauchen? Nicht mehr so lang. Okay, Männer, ich bin drauf und dran zu sagen, dass wir jetzt hier dringend diese Truppen brauchen. Einmal. Das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte ja nicht das da machen. Zweimal. Und euch. Dreimal. Damit ich im Zweifelsfall ganz schnell in England aufschlagen kann. Aber das setzt voraus, dass wir da jetzt gleich durchkommen. Was momentan absolut noch nicht safe ist. In 10 Tagen wäre der Angriff möglich. Können Sie gerade mal anschauen. Hey, guck mal, wie die Versorgungslage einfach katastrophal wird, nur weil wir ankommen. Ne? Das ist echt düster. Aber wenn sie sich ein bisschen verteilen, geht das. Wobei hier so viele Truppen auf einen Schlag schon wieder echt schwierig zu sein scheint. Da komme ich wieder auf den Trichter zu sagen, guck mal, das hier ist nicht verbunden. Vielleicht ändert sich ja halt einfach ein bisschen was, wenn man es so macht. Hier so 4 und 4. So. Aber sie müssen sowieso schon wieder eine ganze Menge Eisenbahnlinien jetzt bauen. Also theoretisch können wir loslegen. Okay. Sie fahren nicht los, weil wir keine Seehoheit haben. Da kümmert sich wahrscheinlich auch einfach gerade keiner drum. Dann werden wir es jetzt mal versuchen. Let's try it. Vielleicht klappt's ja. Oh, ist es gelb? Ist es umkämpft? Hier finden jetzt Seeschlachten statt. Die haben jede Menge Flieger hier. Wenn das halt nicht klappt, müssen wir es halt von hier aus versuchen. Ich denke, das leuchtet ein. Wow. Die versenken mir hier aber gerade eben echt einen ganzen Arsch voll U-Boote. Okay, das klappt nicht. Es klappt nicht. Halten wir das mal fest. Aber vielleicht ist der alte Move noch möglich.
Vielleicht komme ich da durch. Früher hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert. Hier in Bristol anzulanden. Wir werden es rausfinden. Die eine oder andere Art. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Dass sie einfach schon mal hier sind. Für einen Notfall. Eieieiei. Ist das bitter. Ist das bitter, ich sag's euch. Ja, also wenn das jetzt halt überhaupt nicht klappt, dann haben wir natürlich ein Problem. Dann sind wir auf sowas nicht vorbereitet. Ich meine, es sieht ja auch momentan nicht so aus, als ob die Amerikaner hier jetzt irgendwie einen Progress machen würden. Gegen die Japaner können sie hier gerade eben auch relativ wenig tun. Mich ärgert es halt, dass die... Der Fall von Hongkong. Mich ärgert es halt, dass Island halt quasi jetzt hier ein eigenständiger Staat geworden ist. Das ist mein Kernland. Und das hier auch. Vielleicht soll ich versuchen, da anzuhören. Das Blöde ist halt, warte mal, ich könnte mir Dänemark noch holen. Und von Dänemark aus könnte ich einen Angriff auf die USA starten. Vielleicht ist das gar nicht so blöd. Also wenn das hier scheitert, können wir vielleicht von Island aus einen Angriff auf Dänemark und von Dänemark aus auf die USA starten. Ist aber alles noch ein bisschen Science Fiction. Die sind in Bereitschaft. Ich möchte gerne, dass sie hier... hinfliegen. Und hier unterstützen, sobald es geht. Die Lufthoheit unterstützen. Wieder ein Pilotenass befördert. Yay! Ich versuche noch einen Logistikschlag zu machen. Noch mehr Luftunterstützung ist gesichert. Wir machen bei den Panzern nebenbei noch weiter. Also uns fehlt ja nicht an Ausrüstung, ne? Das ist es nicht. Okay. Also wir werden es erleben, ob der Scheiß funktioniert. Wir werden es erleben. Ich fände es ja voll gut. Im schlimmsten Falle geht diese Truppe hier hops. Übrigens habe ich das Gefühl gehabt, dass es hier überhaupt nichts bewirkt hat, ne? Das ist so eine... Also in unserem Falle halt einfach eine Nullnummer war. Noch mal ein paar Sachen entwickeln, wie man sieht. Jede Menge Ressourcen. Nehme ich auch gerne mit. Also offiziell können wir jetzt schon angreifen. Offiziell. Jetzt ist halt einfach die Preisfrage, bekommen wir irgendwie die Seehoheit hier? Im Ärmelkanal haben wir sie.
LOL, es geht los! Sie sind auf dem Weg. Okay, Männer, dann macht euch mal bereit. Macht euch bereit, geht nach Brest. Und ihr geht dahin. Nach Chebon. Und ihr sammelt euch in Nantes. Das ist ja der Oberhammer. Ja, wieder ein Piloten hast befördert. Juhu. Okay, jetzt kommt es hier natürlich wieder auf alles an. Wir sind hier schon drin. Du greifst hier noch Bristol mit an. Du greifst hier noch mit an. Du greifst hier noch mit an. Jawohl. Wir sind drin, Leute. Wir sind drin, wir sind drin, wir sind drin. Cardiff ist genommen. Ich schicke die erste Armee los. Du nimmst das dann noch schnell. Alter Falter, du sollst doch hier Bristol nicht verlassen. Bist du des Wahnsinns? Okay, das lief jetzt hier so mittelgeil. Du greifst da noch mit an, du da. Aber wir haben hier einen Hafen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Jetzt kommst du hierher. Nein, du greifst... Es ist der Wahnsinn, was die hier für einen Scheiß machen, ne? Nein! Ja. Egal, die Männer sind da. Wir haben die Anlandung geschafft. Was macht ihr jetzt hier für einen Scheiß? Jede Menge Scheiß vor allem. Du gehst dahin. Du kannst den hier schon mal angreifen. Du greifst das hier an. Die Hälfte von euch geht auf das. Die andere Hälfte geht auf das. Bristol muss angegriffen werden. Sieht gut aus. Ich sag, unser Push soll jetzt mal hier hingehen. Go. Was ist hier los? Da haben sie sich mal wieder völlig verbogen hier. Euer Push geht dahin. Go. Das sieht jetzt für die Briten richtig schlecht aus. Aber mal so richtig schlecht. Euch brauche ich nicht. Wisst ihr was? Euch? Ich mache jetzt hier wirklich diesen Auftrag, ne? Island. Soll hier anlanden. Das ist die Aufgabe fürs nächste Mal, Freunde. Damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal findet die Schlacht um England auf dem Boden statt. Macht's gut, bis dahin schöne Zeit. Tschüss und Ade.